So, hallo nochmal. Es wäre schön, wenn ihr alle ein bisschen vorkommt zu uns, damit ihr uns hört. Unsere Beschallung ist in Reichweite, steht da, auf Reichweite. Kommt ruhig noch alle ein bisschen vor. Schön, dass ihr da seid. Genau, wir haben ja Glück gehabt, wir werden dazu Glück, wie immer. Okay. Als wir vor 4 Wochen am Stachus die erste größere Demonstration veranstaltet haben, haben wir auch schönes Wetter gehabt und in diesen 4 Wochen ist über die Bewegung Echte Demokratie Jetzt und Occupy viel geschrieben, kommentiert und geurteilt worden. Ein Grundton dabei war immer zu finden, nämlich die Frage, was wollt ihr, wo werden denn die konkreten Forderungen? Und es war immer ein bisschen eigentümlich, diese Frage, und ich frage mich, eigentlich ist es gar nicht so schwer zu verstehen. Die Menschen, die in den letzten Wochen und auch wieder heute auf die Straße gehen, verbinden ganz einfache, klare Forderungen. Zum Beispiel die sogenannten Wähler, die man glaubt, immer tiefer und tiefer in die Ohnmacht hineinregieren zu können, wieder in das Recht zu setzen, als selbstbewusste, eigenständig handelnde und mitbestimmende Bürger der Politbürokratie entgegenzutreten. Aus der von den Mächtigen gewünschten Haltung des beobachtenden, ohnmächtigen Objektes der Politik heraus in eine Kultur des politischen und gesellschaftlichen Gestaltung, deren Wertekatalog sich nicht beliebig dem Diktat des Profits unterordnet. In all den Aktivitäten, die sich mehr und mehr um den Globus entfalten, lässt sich ein Erwachen erkennen, das den Begriff Glück von dem des Konsums entkoppelt, den Maßstab der Gerechtigkeit den Fängen der Bilanzierung entreißt und damit leidenschaftlich das fordert, dass der gesellschaftliche Fortschritt nicht in der Sackgasse marktgerechter Befriedigung verödet, sondern im Dienst des Wohlergehens der Gemeinschaft steht. Und wo wollt ihr hin, hört man sie alle fragen. Wir wollen einfach nur vorwärts in diesem Erwachen, das Selbstvertrauen der Einzelnen stärken, eine Kultur der gemeinschaftlichen Verantwortung sehen, um unser aller wertvolles Leben, ein wahrhaft wertvolles Leben schaffen zu können. In Griechenland und in Italien wurde und wird der Weltöffentlichkeit schmerzlich vorgeführt, welche Bedeutung die Menschen eines Landes in der Mischkalkulation aus Herrsch- und Kapitalsucht der Entscheidungsträger einnehmen, nämlich keine. Die Entscheidungsträger haben sich wieder als Wasserträger erwiesen, wieder haben sie das Mitspracherecht der Bürger an den Schraubstock der Sachzwänge gezwängt und anstatt sich um die Belange der Bevölkerung zu kümmern oder wenigstens danach zu fragen, wird über ihre Köpfe hinweg eine Riege von Finanzschergen installiert. In der Online-Ausgabe der Taz gestern konnte man lesen, was ist Demokratie? Die Antwort wird in der Eurozone gerade neu definiert. Denn Griechenland hat mit Papadimos nicht nur einen neuen Premier, es entsteht auch ein neues Politikmodell. Statt Berufspolitiker kommen nun Technokraten an die Macht. Langsam, bitte, langsam. Nochmal. Also, in der Taz gestern konnte man lesen, was ist Demokratie? Die Antwort wird in der Eurozone gerade neu definiert. Denn Griechenland hat mit Lukas Papadimos nicht nur einen neuen Premier, es entsteht ein neues Politikmodell. Statt Berufspolitiker kommen nun Technokraten an die Macht. Dieses Politikmodell lehnen wir ganz entschieden ab. Eine weitestgehend verkommene politische Klasse glaubt, wir würden nicht erkennen, welches Spiel hier gespielt werden soll. Sie glaubt, sie könne die Menschen durch eiligst geschaffene Fakten in Schach halten. Aber dieses Spiel werden die Menschen nicht mehr mitspielen. Ganz unabhängig davon, wie viele unterschiedliche Schattierungen die Bewegungen Echte Demokratie Jetzt und Occupy auch aufweisen mögen, jeder Einzelne, der sich ihr verbunden fühlt, hat es satt, dass über seinen Kopf hinweg entschieden wird, dass sein Mitspracherecht nur noch als Dekoration von Parteinamen dient, dass er seiner eigenen Entmündigung auch noch applaudieren soll. Es ist unabdingbar und für uns alle von größter Bedeutung, deutlich zu machen, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Wir müssen in aller Öffentlichkeit klarstellen, dass wir und nur wir das Recht haben, die Richtlinien unseres Zusammenlebens zu gestalten, dass wir uns nicht mehr mit abstrakten Sachzwängen abspeisen und schon gar nicht mehr mit Kriegsspielen einschüchtern lassen. Lasst uns alle hier heute wieder ein anschauliches Beispiel dafür gegeben, dass man mit uns rechnen muss. Lasst euch von niemandem einreden, es hätte keinen Sinn zu protestieren. Die Willkür der wenigen legitimiert sich einzig aus dem Schweigen der Mehrheit.
In den letzten Monaten hat sich mit Echte Demokratie jetzt und Occupy etwas ganz Wunderbares gebildet. Nämlich ein Forum für alle Menschen, die das Schweigen hinter sich lassen möchten. Ein Anlass zu widersprechen und dabei nicht alleine zu stehen. Hier wächst eine Bewegung, die die Kraft, den Mut und den Willen haben wird, jeder Bevormundung entgegenzutreten. Wir lassen es nicht mehr zu, dass man uns rücksichtslos beherrscht. Wir lassen es nicht mehr zu, dass man uns verkauft. Und schon gar nicht lassen wir es zu, dass man uns weiter und immer weiter manipuliert. Wir sind hier, weil wir eine neue Gesellschaft wollen, die Menschlichkeit über wirtschaftliches Interesse stellt. Wir sind keine Waren in den Händen von Politikern und Bankern, die uns nicht vertreten. Wir sind hier, weil wir zeigen wollen, dass die Gesellschaft nicht schläft. Wir wollen eine ethische Revolution. Und unsere Botschaft ist ganz einfach: an alle, empört euch, informiert euch, vernetzt euch und engagiert euch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Kundgebung heute. Wir haben ein ganz großes Programm vor. Bevor ich aber damit anfange, möchte ich noch ein Grußwort von Dieter Hildebrand ausrichten, der nicht da sein kann, aber euch alle schön grüßen lässt. Wir werden jetzt hier weitermachen mit ein bisschen Musik und einer Rede vom Lukas Baumgartner, ziehen dann weiter zum Finanzministerium und von dort weiter auf den Odeonsplatz zur Schlusskundgebung. Sprechen werden noch ganz viele, Georg Zoche wird da sein, der Konstantin Wecker natürlich, Livon, Michaela Dietl. Es gibt also ganz viel zu hören und zu reden.